Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu Wolfenstein 2, The New Colossus. Naja, wir waren hier stehen geblieben auf der Venus im letzten Part und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Es hat zwar hier hingedeutet, aber wer denkt schon, dass das Ding hier kaputt geht? Ich hab's jetzt mal kaputt geschossen. Ging. Aber mal ganz im Ernst, wer kommt denn auf diesen Kack, ganz ehrlich. Weil man kann so wenig zum Teil kaputt schießen und dann so ein großes Ding. Ist klar. Ist in Ordnung. Aber gut. Sollten wir wenigstens unsere Ding da, wie hieß es da? Unsere Luke. Und das wäre das Level gewesen, Freunde. Schmeckt's dir, Vogel? Mach dich besser auf den Weg. Ein Taxi kommt. Wieso ist die Notbeleuchtung an? Wo sind alle hin? Hier stimmt was nicht. Halte dich bereit. Was zum Geier? Herzlichen Glückwunsch, William. Auf dich, du Superheld. What? Ja! Ja, Geburtstag. Ich gedacht, dass ich so lang mache. Also auf Bruder Blaskowitsch, den zähesten Schweinehund, den ich kenne. Terror, Billy! Wow, das nenne ich einen richtig guten Bananenkuchen. Der ist von Max. Max Hass! Oh! Hier kommt flüssige Liebe. Großer Gott, der brennt glatt ein Loch in den Bauch des alten Horten. Jungs! Also, wie war die Venus? Haben Sie mir irgendwas mitgebracht? Tja, der Souvenirladen war zu, aber ich hab das. Heilige Scheiße, Blaskowitsch. Erzählen Sie von dem Schiff. Ich muss Ihnen auf jeden Fall vom Silberfisch erzählen. Ist das der Name des Schiffs? Ist ziemlich klein. Sigrun. Ja, Frau Grace? Hören Sie, ich brauche mal Ihre Regimeaugen. Ich gehöre nicht zum Regime. Wie auch immer. Also entschlüsseln Sie die Odin-Codes, damit wir das Abwehrsystem deaktivieren und den Ausmerzer kapern können. Ja, Frau Grace. Aber bitte, ich gehöre nicht zum Regime. Oh, tut mir leid. Habe ich Ihre Regimegefühle verletzt? Schluck's runter, Püppchen. Was zum Teufel, Gott verdammt. Scheiße. Kameraden, Brüder und Schwestern, vielen, vielen Dank. Morgen ballern wir auf das Regime, bis uns die Kugeln ausgehen. Aber heute, heute feiern wir Blaskowitsch. Hört, hört! Hey! Hortens Fusel. Nicht ihrer. Hey! Hört, hört! Max! Na los! Ja! Hört, hört! Na los, Junge! Na los! Ja! Ja! Oh,
Gottverdammt! Da hat jemand die Toilette zugeschissen. Ist doch nicht wahr. Oh. Sie haben deinen Kopf in diesem Glas aufbewahrt, Terror Billy? Und jetzt ist da drin Kotze. Hört, hört! Max, halt! Max, na, los, schlag schon zu! Max! Oh. Max, heiß! Max, heiß! Komm schon, William, der hält auf! Komm schon, das geht besser! Oh. Runter von mir, Mädchen! Hör auf! Kuschel, ich bin ein verdammter Wing Commander! Hört, hört! Max, heiß! Hey. Whisky? Also, Horten fängt mit Mais an. Manchmal haben wir auch Gerste genommen. Ich glaube, ich mag Roggen, aber normalerweise nimmt er Mais und dann... Was zur Hölle? Wachen Sie auf, Sie müssen fliegen. Mann, wo ist Ihr Arm? Anja, wie Sie aufwachen. Was ist los? Unser Pilot ist noch betrunken und wir hätten längst starten müssen. Oh, kann er in dem Zustand fliegen? Tja, mit nur einem Arm kann er einen Scheißdreck. Okay, Horten, Anja, geben Sie ihm Kaffee oder so. Er muss nüchtern werden. Und Blaskowitsch, finden Sie Fergus Scheißarm, bevor hier noch alles den Bach runtergeht. Gottverdammt. Jetzt dürfen wir seinen scheiß Arm suchen, oder was? Fergus? 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 Hey, können Sie mich hören? Hey. Fergus, ich bin's, Anja. Hey. Na los. Hoch mit ihm. Wo soll der jetzt stecken? Also, wenn ein Mann bis Oberkante Unterlippe zu ist, gibt's nur einen. Weißt du, wie groß das Ding ist? Tut mir leid, aber ich war zu sehr damit beschäftigt. Captain, ich will Ihnen mal kurz was zeigen. Hey, Terror Billy. Ich hab da vielleicht was für Sie. Hey, Paris Jack. Ich suche nach Fergus Arm. Irgendeine Ahnung? Wissen Sie, ich hab Fergus gestern Abend gesehen. Hey, sehen Sie die Kleine da drüben? Nicht hingucken, Mann! Ich wollte ihr diese Rose schenken und was Romantisches sagen. Sind Sie ein Romantiker? Manchmal. Okay, nichts Anrüchiges. Sie ist ein gutes Mädchen und soll wissen, dass ich ein ehrenwerter Mann bin. Wie wäre denn das, Maria? Seit ich Sie kenne, wollte ich das tun. Und dann gebe ich ihr die Rose und sage... Diese Rose ist ein Symbol meiner guten Absichten. Ich hoffe, Sie möchten mit mir ausgehen. Es muss nur ernst gemeint sein und von Herzen kommen. Scheiße, bin ich nervös. Ich will's nicht vergeigen. Ich spiele Ihnen was für die richtige Stimmung. Verdammt. Maria... Seit ich sie kenne, wollte ich das tun. Für was für eine Frau halten Sie mich? Mir reicht's mit dir, du verkackter Scheißarm! Ich werde dir Manieren beibringen! Ist abgedampft Richtung Hangar. Ja, so wütend habe ich noch nie jemanden erlebt. Danke. Lebt der Arm dann überhaupt noch? Dort ist Fergus hin.
Was ist da? Cap, schauen Sie mal. Was soll ich sehen? Ich finde da coolen Stuff. Das sehe ich. Kennen Sie diesen Regimebunker in Manhattan? Den nutzen die Schweine als Basis. Wir haben einen Funkspruch abgefangen, in dem die dort gelagerte Kampfausrüstung genannt wurde. Jetzt kommt's. Auf der Liste stehen voll funktionsfähige Python-Gurte. Schauen Sie sich die Einzelheiten auf der Kriegskarte an. Aber hallo. Python-Gurte, das sagt mir was. Werde ich mir bei Gelegenheit angucken. Also, Fergus soll Richtung Treibstoffdepot gegangen sein. Vielleicht liegt da sein Arm. Ich guck zuerst mal hier. Es geht um Leben und Tod. Sie müssen mir helfen. Ich habe eine Inventur im Munitionslager durchgeführt, als diese verdammte Riesenratte mich wie tollwütig angesprungen hat. Die war so groß wie ein Hund. Sowas habe ich noch nie gesehen. Würde sie jetzt nicht in der Kiste in der Falle sitzen, weiß ich nicht, was passiert wäre. Sie müssen ins Munitionslager gehen und sie erledigen, Mann. Lassen Sie sich nicht beißen. Von dem Mistvieh kriegen Sie ganz bestimmt Tetanus und was weiß ich nicht alles. Okay. Fühlen Sie sich manchmal hoffnungslos? Oh, wenn dieses grässliche Buch verschwende. Mr. Blaskovich, haben Sie eine Minute Zeit? Ja, ja. Als Autorin habe ich die Angewohnheit, Menschen zu beobachten. Zum Beispiel Max. Ich erkenne eine große Traurigkeit. Es wäre gut, ihm zu helfen. Ich weiß, dass Max Spielzeug mag. Halten Sie doch die Augen danach offen, wenn Sie gegen das Regime kämpfen. Für Max, Mr. Blaskovich. Ja, ja, können wir machen. Jetzt gucken wir weiter. Écoute-moi. Diese Donnerfäuste in Seths Labor, ne? Ich weiß, wo sie die Teile niegelnagelneu und voll funktionsfähig finden können. In New Orleans habe ich Waffen durch die Abwasserkanäle unter dem Regime-Hauptquartier geschmuggelt. Durch die Gitter konnte ich fabrikneue Donnerfäuste sehen. Vielleicht machen Sie mal einen Abstecher und schnappen sich die Schätzchen. Alle Informationen finden Sie auf der Kriegskarte. Okay. Interessant, also können wir jetzt alle Upgrades holen, wie auch das jetzt immer getriggert wurde. Wie komme ich da hin? Also schön, wo versteckst du dich, Arm? Falsch. Oh Gott. Ich möchte da hinten durch. Das Gas, da ist das Elektroteil.
Ich bedanke mich herzlichst. Da ist der Arm. Ich sehe ihn. Sie suchen Fergus Arm? Ich hörte, er hatte einen Streit mit dieser hübschen französischen Madame Maria. Ja, ja, ist schon klar. Und ich habe ihn auch schon gesehen. Aber ich müsste ja zuerst mal hier durchkommen. Jo, wir spielen wieder Schachtratte. Kanalratte, genau. Ja, ich fühle mich auch so an wie ein Kanal. Wie eine Kanalratte, aber gut. So, und jetzt, wo ist die Waffenkammer? Wo soll das Rattenproblem jetzt sein? Riesenratte im Munitionslager gefangen hat. Ich sollte mir das Problem mal ansehen. Legende. Hackerzentrale. Grace Kabine. Und wo ist das Waffenlager? Wollen die mich verarschen? Also, es gibt Grace Kabine, Hackerzentrale, die Zentrale, Setzwerkstatt, Schießanlage, Trainingsparcours, BJs Anjas Kabine, Bombards Kabine, Hordens Kabine, Max Kabine, Leitertreppe. Sie waren also Lehrer? Der alte Schotte hat seinen Arm verloren. Da kann ich ihn nicht helfen. Ja. Ich bin jetzt eigentlich dafür, dass ich die Python-Gurte und so hole. Da, 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 da. Hier drin? Versteck dich nur. Ist ja nicht deine Schuld, dass du eine Ratte bist. Und was soll ich jetzt damit machen? Okay. Das war's schon, oder wie? Okay. Ne, ich habe jetzt keine Zeit. Alle an Bord koppeln.
Oh Mann. Das Schiff ist so verwirrend. Ahoi, Kumpel. Ahoi. Sieh, ich hab mit Fergus gesprochen. Er war sturzbetrunken. Hatte aber noch seinen Arm. Ich hab ihn schon. Den guten Arm. Das ist doch die Enigma-Scheiße. Nein. Heute nicht. Ach, das ist der Weg zur Cafeteria. Wo ist der Kack? So, wir sind jetzt hier. Da drüben muss ich rein, oder? So. Das ist Hammerfaust, Roseville, New Orleans. Okay, wartet mal. Python-Gurte. Hui hat mir erzählt, dass im Atombunker in Manhattan Python-Gurte aufbewahrt werden. Hoffentlich finde ich die ohne große Probleme. Okay, in Manhattan. Okay. Gehen wir mal kurz auf Python-Gurtenjagd. So, dann könnte ich mich verkleinern. Wäre auf jeden Fall nice. So, ich lese nochmal nach gleich. Ihr Ziel, Maschinenkommandant Lars Klinger, befindet sich irgendwo im Bunker. Machen Sie den Mistkerl kalt. Grace Ende. War ja klar. Wieder was zu lesen. Ich bin nur wegen den Python-Gurten hier. Alles andere ist mir nicht relativ egal. Okay. So. Aha.
So. Dass Blazkowicz auch mit denen noch rumrennen kann. Mit so einem richtigen... Kack hier. Ja, wenn wir schon gerade hier sind, durchsuchen wir doch jeden Meter. Ja, bitte. Ich hoffe, wir kommen da noch raus irgendwie, oder müssen wir dann wieder ganz zurück? Das weiß ich eben nicht. Ja, und nun? Oh Mann. Ach, das ist hier, oh Mann. Da hat's drei Sachen, vier Sachen zum Gucken, ja. Euer Ernst gerade? Komm, dreh dich. Ja, moin! Ich gehe mal da lang.
Komme ich jetzt da oben hoch oder wie? Da oben hin. Jetzt wird's interessant. Jetzt bin ich gespannt. Nö, hier gibt's nichts. Ist das ein Python-Gurt? Ja, die Python kombinieren deinen Oberkörper und ermöglichen dir so sehr schmale Räume zu durchqueren. Perfekt, um Gegnern unbemerkt zu entkommen. Bei längerer Verwendung führen sie zum Erstickungstod.
Automatisch, wenn du dich geduckt auf ein Rohr oder einen Zwischenraum zu bewegst, die du im regulären Ducken nicht betreten könntest. Ja, Mann! Sehr gut. Extras, nee. Könnte ich den nicht. Okay, kann ich nicht, nee. Wie geht das wieder weg? Nee, 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 nee. Ja gut, dann haben wir halt einen Balken. Stört mich per se nicht. Und jetzt? Ganz geil. Ich bin jetzt noch besser. Und der ist jetzt noch dümmer. Oh Mann, nein. Habe ich jetzt die Python-Gurte noch? Oder? Oder habe ich die jetzt verloren? Nee. Ihr Ziel, Maschinenkommandant Lars Klinger, befindet sich irgendwo im Bunker. Machen Sie den Mistkerl kalt. Grace Ende. Nee. Ich muss alles noch mal von vorne tun. Ist klar. Was ist denn das für ein Scheiß? So. Jetzt habe ich natürlich nicht sehr aufgepasst, sonst hätte ich niemals so viel Schaden gekriegt. Kann mir das jetzt noch passieren? Ich hatte die Python-Gurte.
Gibt's da oben noch Leben? Ja, oben hat's ein Medi-Ding. Vielen Dank. Diesmal gibt's auf die Fresse, mein Freund. Ich renne da einfach durch. Hab keinen Bock auf die. Jetzt kommt zuerst mal eine. Eine Tonne von denen. So. Ihr braucht eins hinter die Löffel, mehr nicht. Du kannst nicht gewinnen. Doch. Und wie ich gewinnen kann, merkst du doch. Hmm.
Scheiße, wa? Also diese Waffe ist Gold wert. Damit schlitze ich jeden kaputt. Da sind unsere Pythongurte wieder da hinten. So. Was denn, Herr Maschinenkommandant? Schlangenbiss. Lars Klinger. Ja, zurückkehren. Wir sehen uns in der Basis. Weil ich habe die Pythongurte und ja. No. Und der Typ ist auch eliminiert. Zwei Fliege mit einer Klappe. Und jetzt werde ich noch die dritte Fliege holen. Ich weiß, es geht schon fast eine Stunde, aber was sein muss, muss sein, Freunde. Wenn ich schon den Zugriff darauf kriege, auf die geilen zusätzlichen Sachen, dann mache ich das doch. Pythongurt. Ja, Mann, endlich habe ich die. Kannst dich für längere Zeit auch mit komprimiertem Körper durch schmale Räume bewegen, bevor du Schaden nimmst. Hab ich doch. Und wer macht das? Du da? Oder wer upgradet mich jetzt? Oder kann ich das selbst machen? Nein, kann ich nicht. Das ist schade.
ist unser lieber Herr Doktor. Den bräuchte ich dafür. Nein, Herr Blaskovic, ich weiß nicht, wie der Arm ist, den Sie suchen. Okay. Dann eben nicht. Commander Fergus Arm? Fergus Arm? Hab ich nicht gesehen, Mann. Du musst nicht mehr wissen, du solltest höchstens wissen, wie man meinen Arm verbessert, also meine neue Kackfertigkeit da. Lucian hat mir erzählt, dass der brandneue Donnerfäust im Keller einer Regime-Hauptquartiers in New Orleans gesehen. Okay. Die kann ich mir nicht mal holen. Das ist eine kleine Regie. Bienville Street sein. Und wie kann ich das machen? Aha. Das hat jetzt stimmen. Du mich rollen?
Ach so. Aber wie soll ich das durchgehend schaffen? Ach, man kriegt Zeit. Nein! Das ist ja, endlich habe ich es herausgefunden. So. Geht doch. Geht doch. Ja, Mann. Jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert mit dem scheiß Enigma-Code. Endlich. Ist ja ultra einfach, wenn man es mal weiß. Ach du Scheiße. Ich überlege mal wieder mehr. Welt geht unter. Huhuhu. Nice. Nice. In dieser Folge haben wir äußerst viel geschafft. Huhu. Blaskovic, lassen Sie mich Ihnen was über diesen Maschinenkommandanten erzählen. Sein richtiger Name ist Daniel Eckstein, aber alle kennen ihn nur als den Schlechter von Boston. Ein echter Massenmörder, ein sadistisches Dreckschwein. Finden Sie ihn und verschaffen Sie den Bewohnern von Boston Gerechtigkeit. Grace Ende. Okay, hat gedeichselt. Was heißt das jetzt? So, jetzt bin ich gespannt.
Ich bleib doch nicht stehen. Wo sind wir denn hier? Perfekt. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. So. Donnerfäuste. Die Donnerfäuste stabilisieren deine Arme, Gelenke, Ellbogen und Schultern, so dass du mit ihnen Hindernisse wegrammen, Türen, Kisten zerschlagen und Gegner niederschlagen kannst. Okay. Nice, und wir kommen jetzt überall durch. Jetzt sind wir da, wo wir einst waren. Da im Untergrund. Wo ist der Kerl? Ich sollte doch irgendwo noch rauskommen. Oh, ist das geil. Ist das geil, dass da, wo ich ihn abgestellt habe. So. Jetzt wird's lustig. So, wer will gegrillt werden? Wer hat noch nicht? Klar, das Ding ist feuerfest. Das hingegen nicht, oder wie?
La la la. Ich war noch nie so stolz, Teil des Widerstands zu sein. Vielleicht finden die Menschen von Boston nun endlich ihre Ruhe. Grace Ende. Jo, und das war's. Wir haben die Donnerfäuste, wir haben alles. Und wir konnten einen Enigma-Code, ne? Enthebeln. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so easy wird. Aber gut, wir haben den Höllenhund aus der metallischen Hölle. Aber ich finde es so geil, Mann. Ja, Mann, warum ich das damals nicht weitergespielt habe. Ich weiß gar nicht, was danach kam. Ich glaube, Origins, kann das sein? So cool. Spielt mir aber eigentlich keine Rolle. Hauptsache, ich hab's jetzt. Kampfmodus, Mechaniker, die Rüstung regeneriert sich. Das wäre schon geil. Eine Nebenmission der Hammerfaust. Eine Kampfmodverbesserung. In der Nebenmission der Hammerfaust. Das ist jetzt halt schade, ne? Wofür denn das? Hauptsache, ich habe die Fähigkeiten. Dann bleibt es noch ein bisschen spannend, weil sonst. Haben Sie. Danke, Captain Blazkowicz. Bleiben Sie auf der Plattform. Warum? Weil Sie mit mir ein Schäferstündchen abhalten. Ich bin sozusagen Vater und habe nur noch einen Kopf. Ich soll für Grace die Ladebucht beim Moonpool aufräumen. Seit dem Ausmerzerangriff herrscht da das reinste Chaos. Aber alle Eingänge sind durch Trümmer blockiert, also komme ich da nicht mal rein. Kommen Sie mit und räumen Sie die Eingänge frei. Ich will Grace nicht enttäuschen. Der ganze Tag läuft scheiße. Sie haben doch durch Ihre Donnerfäuste mehr Wumms. Also können Sie doch bestimmt einen Weg durch diese Trümmer finden. Durch welche Trümmer? Hier sehe ich gerade keine Trümmer. Und hier ins Wasser kann ich auch nicht. Ist das alles? Das kann ich nicht wegmachen. Aber an sich habe ich jetzt alles weggemacht.
So. Sehr gut, Captain Blazkowicz. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich hier Ordnung reinbringe. Danke für Ihre Hilfe, Captain. Kein Problem. Was? Hä? Ich check's nicht. Nein, Herr Blazkowicz, ich weiß nicht, wo der Arm ist, den Sie suchen. Ich gehe offscreen nochmal in die Scheiße rein, weil es kann ja nicht sein, dass die Donnerfäuste komplettiert wurden, aber das andere Ding nicht. Na? Also, wo sind wir denn hier? Da gehe ich jetzt für mich nochmal rein. Das ist mir scheißegal. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Atom... nicht den Atombunker. Wir haben die Donnerfäuste komplettiert. Das heißt, unsere Rüstung oder wie auch immer regeneriert sich stetig. Wie das auch immer gehen mag. Keine Ahnung. Läuft auf jeden Fall bei uns. Tödlö.